Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute wieder rein am Wochenende in die Sprint to Glory mit den verschiedenen Sterne-Teams. Heute steht das Video mit den 3 Sternen an, also es könnte jetzt heute das erste Mal nochmal ein bisschen schwieriger werden. Ich möchte mich vorab auf jeden Fall dafür bedanken für den großen Support auf die letzte HSV-Karriere-Folge, die am Dienstag online kam. Wirklich vielen, vielen Dank für die Likes auf diesem Video, für die Kommentare. Freut mich echt riesig, falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das gerne nochmal ab. Ihr könnt das Ganze oben über das i aufrufen und dann würde ich sagen, starten wir hier rein in die 3 Sterne Sprint to Glory. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn euch dieses Projekt gefällt, würde ich mich natürlich hier auch mega über einen Daumen nach oben freuen. Das supportet mich und wenn du neu auf dem Kanal bist, lasst auch liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein in die heutige Sprint to Glory. Bei den 3 Sternen sollte es das erste Mal deutlich schwieriger werden. Ihr seht schon, das Gesamtrating vom Kader ist ordentlich nach unten gegangen. Wir haben hier teilweise Spieler, die gerade erst die 70 erreicht haben. Der beste Spieler aktuell in der Startelf hat gerade mal eine 77. Mannschaftsalter bleibt weiterhin ausgeglichen und auch das Transferbudget bleibt weiterhin auf dem niedrigsten Stand. Wir werden noch kurz unsere Ziele nach unten anpassen, aber die werden sich eh mit der Zeit wieder deutlich nach oben verbessern, so dass wir trotzdem Probleme wahrscheinlich mit dem Vorstand haben werden. Ist jetzt allerdings erstmal egal. Ich würde sagen, wir können direkt reinstarten in die Sprint to Glory mit diesem 3-Sterne-Team. Unseren Kader schauen wir dann jetzt nochmal im Detail an. Wie gesagt, der beste Spieler hat aktuell bei uns ein 77er-Rating. Das ist Lennart Langer. Außerdem haben wir Leo Hübner mit einer 75, Golubev mit einer 75, wir haben Zimmermann mit einer 75 und wir haben Nicola mit einer 75, der aus Kosovo kommt, dann einen Keeper mit einer 74 aus Österreich, 24 Jahre jung, Zimmermann 30 Jahre alt, also der ist schon ein wenig älter, aus Deutschland, Seidel 27 Jahre alt, Braun mit einer 72 und 27 Jahre alt und dann sind wir hier schon im 60er Bereich, also wir haben jetzt nicht so die mega starken Spieler, das muss man ganz ehrlich sagen, man merkt einen deutlichen Rückschritt zu den 4 Sternen am letzten Wochenende. Mit Theo Schwarz haben wir einen jungen Spieler, der vielleicht interessant sein könnte, wenn er sein Potenzial nochmal irgendwie verbessert. Ansonsten wäre er auch nicht so interessant. Zerdin immerhin zeigt großes Potenzial und ja, das wäre es dann schon mit der Mannschaft gewesen. Ich habe große Hoffnung in unserer Jugendschule und hoffe, dass wir da wieder irgendwie einen Spieler zumindest haben, der uns ein wenig was bringt und das ist am Ende. Dann Mohamed Schäfer, Potenzial 81 bis 94, 95er Physis, das ist auf jeden Fall richtig stark. Also Physis hat er, 99 Stärke, das ist mega solide und ich schaue mal kurz, ob er auf der richtigen Position aufgehoben ist. Ich glaube sogar, dass er auf der Stürmerposition nicht mal so ideal aufgehoben ist mit gerade mal 58 Schießen. Und er würde jede Position einfach mal innerhalb von 4 Wochen trainieren können, außer die offensiven Flügelbahnen. Dribbling ist auf 67, würde ich dann auch tatsächlich sehen. Wir hätten dann einen kraftvollen Flügelspieler. Vielleicht mache ich ihn auch... Ah, ich muss ihn zum Flügelspieler machen, da das Ganze schneller geht. Ich werde ihn dann einfach mal zum linken... Weißt du, für einen Fuß ist er? Er ist Linksfuß, hat aber 4 Sterne Weak Foot. Deswegen würde ich da einfach mal Richtung Ian Robben tendieren, dass er in die Mitte zieht und mit links abschließen kann. Ansonsten kann er immer noch vielleicht recht gute Flanken mit seinem 4-Sterne Weakfoot schlagen. Dann würde ich es auch weiterhin dabei belassen, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Im allerersten Jahr werden wir noch keine Transfers tätigen, sondern erstmal auf dieses neu zusammengebaute Team setzen. Dann müssen wir einfach mal schauen, wie das Ganze läuft. Im Vorbereitungsturnier können wir immerhin nochmal ein wenig Geld mitnehmen, sodass wir mehr haben als 800.000. Ich habe jetzt gerade eben schon mal den Jugendscout losgeschickt und dann würde ich sagen, geht es jetzt direkt rein in die erste Saison und ich hoffe natürlich, wir sind übrigens das allererste Mal in Liga 2 am Start und nicht in der ersten Fußball-Bundesliga, da wir in der ersten Fußball-Bundesliga wahrscheinlich kläglich gescheitert wären und dann auch höchstwahrscheinlich gefeuert worden wären. Aus dem Grund habe ich mich das erste Mal für Liga 2 entschieden. Ich bin gespannt, wie wir hier abschneiden und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Saison. Wir haben den 1. Januar erreicht und so wie ich das jetzt persönlich abschätzen würde, ist das eine schlechte Saison. Wir konnten uns jetzt zum Saisonende zwar nochmal verbessern, auch endlich mal Siege einfahren, aber ich glaube, wir haben insgesamt an der Zahl 5 Siege. Und das reicht natürlich nicht aus, um irgendwie oben mitzuspielen. Wir haben 5 Siege, 8 Unentschieden und 5 Niederlagen. Das bedeutet schon mal viel zu viel Unentschieden gespielt. Beim HSV läuft es auch nicht gut. Nur einen einzigen Punkt mehr als wir. Und wenn wir ganz oben angreifen wollen, dann bräuchten wir gut und gerne 10 Punkte mehr jetzt schon. Also
Ich glaube nicht, dass es in diesem Jahr irgendwas wird mit dem Aufstieg. Das ist eigentlich jetzt schon mal klar. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Langer mittlerweile sogar auf der 79. Also vielleicht haben wir im ersten Jahr direkt einen 80er-Spieler immerhin im Kader. Aber ihr seht es auch oben, wir müssen mal wieder aufpassen, dass wir nicht direkt im ersten Jahr gefeuert werden. Ja, und da haben wir dann die Bestätigung von diesem Sinn mit der Vorstandserwartung. Wir werden einfach entlassen am 21.02., obwohl wir jetzt gute Ergebnisse eingefahren haben. Wir haben auf die Jugend gesetzt, wir haben alles gemacht, haben sogar Erwartungen auf sehr niedrig gehabt und trotzdem entlässt einen der Vorstand. Das ist einfach so unfassbar sinnlos in diesem Spiel. Gut, und dann werden wir uns jetzt mal wieder bewerben bei unserem Ex-Club, mal sehen, ob sie uns annehmen. Ziel ist einfach Ligameister werden, das ist auch so absolut sinnlos. Ihr habt selber gesehen, was ich eingestellt habe, was der Vorstand für Erwartungen haben soll und trotzdem hat man hier die höchsten Erwartungen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und immerhin wollen sie uns nach knapp 3 Monaten direkt wieder zurückhaben und damit sind wir jetzt am Ende der Saison, ups, nicht Angebot ablehnen, sondern Angebot annehmen, am Ende der Saison wieder zurück bei unserem Club, bei unserem 3-Sterne-Club. Und dürfen da zur neuen Saison wieder als Trainer starten. Ein Spiel liegt jetzt noch vor uns, aber ich denke, das müssen wir uns nicht groß anschauen. Ich hoffe, die Jugendspieler, ja, selbst die Jugendspieler sind weg. Wir hatten 3 gute Jugendspieler und die sind alle wieder weg. Aber, Überraschung, wo auch immer das jetzt herkommt, wir haben 10 Millionen an Transferbudget und das ist, oder 12 sogar, wenn wir es ein bisschen verschieben. Und das ist einfach für die aktuellen Verhältnisse, die wir jetzt haben, unfassbar viel. Muss ich ganz ehrlich sagen, die komischen Jugendspieler hier werde ich alle freigeben, denn die machen alle für uns überhaupt keinen Sinn. Aber diese 10 bzw. 12 Millionen, das ist irgendwie auf einmal ein Geldsegen. Damit ist die Saison vorbei. Unser zweites Auftaktspiel bei unserem 3-Sterne-Club konnten wir wenigstens gewinnen mit 3:1 gegen Dynamo Dresden. Am Ende trotzdem kein Aufstieg. Uns fehlen auf den Relegationsplatz 9 Punkte und auf den direkten Aufstiegsplatz fehlen uns am Ende 10 Punkte. Enge Kiste, im nächsten Jahr gehören wir auf jeden Fall, wenn wir das Geld behalten, mit zu den Aufstiegsfavoriten, würde ich behaupten. Und damit geht es direkt rein in Saison Nummer 2. Wir sind in der neuen Saison angekommen, der erste 80er-Spieler ziert ebenfalls unser Team und wir haben ein Gesamttransferbudget von 20 Millionen zur Verfügung. Damit lässt sich natürlich einiges anstellen und ich werde jetzt schauen, auf welchen Positionen wir uns als erstes verstärken müssen. Wir sind jetzt transfermäßig in der zweiten Saison durch, konnten neue Spieler holen, aber auch Spieler verkaufen. Unter anderem haben wir Rabi Matondo von Schalke 04 geholt. Wir bezahlen 4,3 Millionen Euro plus einen Spieler mit einem Marktwert von ungefähr 1,6 Millionen. Sind damit deutlich unter Marktwert geblieben und das war das Ziel. Des Weiteren holen wir uns Nianzu für die Innenverteidigung. Hier bezahlen wir 12,5 Millionen und dafür verkaufen wir unseren 31-jährigen Innenverteidiger Florian Zimmermann für eine Ablösesumme von 9 Millionen Euro. Damit konnten wir uns deutlich verjüngen. Des Weiteren habe ich dann gut Überschuss gehabt, weil ich nicht gedacht habe, dass der 31-Jährige sich für diesen Wert verkauft. Und deswegen habe ich nochmal unseren Linksverteidiger verkauft. Das Ganze für 4,65 Millionen und dafür holen wir uns nochmal einen neuen Linksverteidiger. Und der hat bereits ein 75er Gesamtrating. Wir bezahlen 15 Millionen, aber haben hier natürlich auch nochmal deutlich höheres Potenzial. Außerdem habe ich gerade einen Spieler im Visier, der heißt Hassan Diosse, der eventuell interessant werden könnte, damit man einfach nochmal ablösefrei was für die Kaderbreite tut. Ob wir den letztendlich verpflichten, das werde ich mal sehen, je nachdem wie sein Rating ist. Aber uninteressant ist der Mann auf jeden Fall nicht. Außerdem hat sich auch was in unserer Jugendschule getan. Wir haben hier 3 wirklich interessante Talente. Ich überlege, ob ich die beiden jetzt demnächst schon hochziehen werde zu den Profis. Und dann haben wir vielleicht auch langfristig einen jungen Keeper gefunden, der bei uns recht schnell Stammkeeper werden könnte, wenn wir aktuell unsere Keeperbesetzung dabei belassen. Und das wäre natürlich sehr, sehr interessant. Ist jetzt allerdings erst 15 Jahre alt. Man müsste ihn wahrscheinlich auch nochmal verleihen. Müsste einen guten Leihclub für ihn finden. Aber ich finde, wir haben jetzt gerade in diesem Jahr richtig gute Jugendspieler mal gefunden. So sieht somit unsere Startelf aus und so werden wir in unsere zweite Zweitligasaison gehen. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr aufsteigen können. Das ist das ganz große Ziel. Es lief auch richtig gut zu Beginn. Jetzt haben wir leider zuletzt ein bisschen nachgelassen mit einer Niederlage gegen Rostock und einem Unentschieden gegen den VfB Stuttgart. Davor waren wir bisher in dieser Saison ungeschlagen. Die Winterpause ist erreicht und es sieht doch ganz souverän aus. Aktuell 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 7 Punkte Vorsprung auf den direkten Nicht-Aufstiegsplatz und wir sind 5 Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Das geht klar. Stuttgart bisher die beste Mannschaft in der Liga, erst eine einzige Niederlage und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir maximal als Tabellenzweiter das Ganze hier erreichen sollten.
Wir haben im Pokal eigentlich auch gar nicht mal so schlecht gespielt, gegen Köln im Elfmeterschießen verloren, aber immerhin davor gegen den VfL Wolfsburg durchgesetzt und das ist doch schon mal ordentlich. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet und gegen Darmstadt in Runde 1 konnten wir uns auch schon durchsetzen. Wie bereits angekündigt, haben wir uns am Ende dann auch tatsächlich DOC geholt, auch wenn er bei uns kaum Spielzeit bekommt. Es ist einfach ein Spieler für die Bank, der für die Breite vielleicht nicht schlecht ist, ist ungefähr auf einem durchschnittlichen Niveau wie unsere anderen Spieler bewertet mit einem 73er Rating. Also es geht ganz in Ordnung und vielleicht kann er tatsächlich mal irgendwie als Sechser eingewechselt werden. Ansonsten würde ich sagen, im Winter belassen wir alles bei unserem aktuellen Kader und wir können direkt reinstarten in die Rückrunde. Dann haben wir jetzt das Saisonende erreicht und schauen gemeinsam auf die aktuelle Tabelle. Es ist am Ende leider nur Tabellenplatz 2 geworden, aber wir waren mit Stuttgart zusammen sowas von das dominierende Team in der zweiten Fußball-Bundesliga und das muss man definitiv hier festhalten. Wir haben 20 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, konnten auch in der Rückrunde Stuttgart schlagen. Leider hat es am Ende trotzdem nicht für die Meisterschaft gereicht. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Entwicklung unserer Spieler. Es bleibt weiterhin dabei, wir haben nur einen einzigen 80er Spieler, aber mittlerweile 2,79er und damit steht es eigentlich schon fest, dass wir Minimum 3,80er Spieler am Ende der nächsten Saison haben und ich würde sogar behaupten, auch Matondo wird im nächsten Jahr die 80 erreichen. Und was ich auch nochmal festhalten wollte, da war ich nämlich zu Beginn dieser Saison schon ein wenig verwundert. Hübner ist einfach Nationalspieler für Deutschland mit einem 78er Rating in Liga 2. Das ist auf jeden Fall, oder das sieht man auf jeden Fall auch nicht so häufig. Vielleicht mal Hector müsste Nationalspieler auch in Liga 2 gewesen sein, oder bin ich da gerade falsch? Ich bin mir unsicher. Podolski war es auf jeden Fall. Aber ansonsten sieht man es ja nicht so häufig, dass man in der zweiten Fußball-Bundesliga am Ende Nationalspieler ist. Wie ihr bereits sehen könnt, melde ich mich jetzt ausnahmsweise schon nach der Transferphase zurück. Das liegt einfach daran, dass mir im Transferfenster ein kleines Missgeschick passiert ist und das werde ich euch gleich einmal zeigen. Erstmal gehen wir wieder auf unsere Transfers ein. Zuallererst holen wir uns einen ablösefreien Spieler. Ich finde, einen pro Saison geht immer ganz klar. Zudem ist er ungefähr auf der Stärke, wie unser Team ist. Und zwar ist das Dennis Otto, hat jetzt nicht das größte Potenzial, aber erstmal ist er ein Ratingpunkt besser als unser aktueller Stammspieler auf der Position. Dann holen wir uns einen neuen Keeper und zwar wechselt Batsuno zu uns. Das Ganze für eine Ablösesumme von 16,2 Millionen. Unseren jungen Keeper, der gerade aus der Jugendschule hochgegangen ist, den verleihen wir erstmal. Außerdem verkaufen wir Mohamed König und verkaufen ebenfalls Malte Braun für 9,9 Millionen an Werder Bremen. Unseren aktuellen bzw. unseren Ex-Stammkeeper verkaufen wir für 7 Millionen. Unseren Jugendspieler verleihen wir und das auch gleich mit unserem Stürmer zusammen. Dann hatte ich eigentlich einen Deal fix mit einem Stürmer und da war im Tauschdeal unser ZDM enthalten. Deswegen habe ich gedacht, jo, hole ich mir schon mal schnell einen neuen ZM, habe aber dann nicht daran gedacht, dass das Budget noch nicht einberechnet ist, was wir für unseren Stürmer noch oben drauf bezahlen. Hab den Deal hier fix gemacht und dann hatten wir zu wenig Geld für unseren Stürmer. Das heißt, wir haben unseren Stammstürmer schon verkauft, aber ich konnte den Ersatz nicht mehr holen, der dafür eingeplant ist, aber habe für die ZDM-Position bzw. für die 6er-8er-Position schon einen Ersatz, sind damit auf der Position doppelt besetzt. Aus dem Grund, DOC nochmal verkauft, damit wir uns unseren neuen Stürmer nach der Transferphase nochmal holen können. Kuhn haben wir nochmal verkauft und dann konnten wir unseren Stürmer holen für Zimmermann plus 4 Millionen, das ist wirklich ein Schnäppchen. Zimmermann Marktwert 13 Millionen, also wir bezahlen 17,5 Millionen für Gelhardt, der einen Marktwert von 21,5 Millionen hat. Das gleiche gilt bei Ricci, wie auch immer er ausgesprochen wird auf Italienisch. Wir bezahlen 24 Millionen und sein Marktwert liegt bei 28,5 Millionen. Damit jetzt aktuell in die Saison sind wir mit einem 63er Stürmer vorne drin reingestartet. Es läuft dafür relativ gut, wir sind aktuell Tabellensechster, also ich kann mich nicht beschweren, aber es ärgert mich natürlich trotzdem unnormal, dass ich da so einen Fehler gemacht habe, dass wir jetzt mit so einem schwachen Stürmer aktuell in diese Saison starten müssen. Wir haben den 1. Januar erreicht und damit dürfen wir ab jetzt endlich wieder mit einem anständigen Stürmer spielen. Dafür, dass wir jetzt gerade aufgestiegen sind, bin ich aber recht zufrieden mit der Saison. Wir sind aktuell 8er, damit sind wir gerade mal 7 Punkte hinter RB Leipzig bzw. Tabellenplatz 6. Das ist richtig, richtig stark. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der ersten Saisonhälfte, die wir jetzt hinter uns gelassen haben. Wir haben insgesamt noch 10 Millionen, da muss ich mal schauen, ob sich damit irgendwas verwirklichen lässt. Ich denke mal,
nicht, zumindest für die Startelf nicht. Wir könnten mal schauen, obwohl ablösefreie Spieler wird jetzt auch kritisch, denn die würde man jetzt per Vorvertrag verpflichten. Mich freut es, ich weiß nicht, ob er jetzt schon im Kader ist, dass wir jetzt endlich einen neuen Stürmer haben. Und wir haben insgesamt schon 1, 2, 3, 4, 5 80er Spieler und auch die anderen Spieler bei uns im Kader sind zumindest auf einem guten Weg Richtung 80. Ich habe mich jetzt am Ende doch gegen einen neuen Spieler entschieden und nochmal alle Verträge verlängert, die jetzt auslaufen. Das habe ich davor noch nicht gemacht. Dazu auch alle Verträge verlängert mit den Spielern, die aktuell unzufrieden mit ihren Verträgen waren. Somit haben wir jetzt keinen einzigen unglücklichen Spieler mehr. Ich hoffe, dass sich Otto und Richie oder wie auch immer ausgesprochen wird, bei uns heißt er jetzt Richie, dass die sich noch auf die 80 in dieser Saison entwickeln und Gelhardt und Schäfer dann in der nächsten Saison. Dann würde ich, genauso wie Batsuno, auch in der nächsten Saison, dann würde ich im nächsten Sommer Golubev upgraden und dann wären wir eigentlich schon zum Start der nächsten Saison oder in der Hinrunde der nächsten Saison im kompletten Kader im 80er-Bereich bzw. in der Startelf und das wäre auf jeden Fall auch in der Bundesliga schon mal ein richtig guter Schritt nach vorne. Das Saisonende ist erreicht und den Ergebnissen nach zu urteilen, würde ich behaupten, sind wir vielleicht sogar noch in die internationalen Plätze reingerutscht. Wir schauen rein und es hat am Ende um 2 Punkte nicht gepasst. Schade, ich habe es echt gehofft so ein wenig. Wir sind am Ende Siebter, ich glaube, das sollte trotzdem Europa Conference League heißen, zumindest Quali, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es ist die Europa Conference League im nächsten Jahr, wir werden es gleich gewahr, aber ich bin damit sehr, sehr zufrieden. Wir sind gerade erst aufgestiegen in die Bundesliga und für das erste Jahr, wir haben jetzt unsere dritte Saison als Trainer beim Drei-Sterne-Club, fürs erste Jahr geht das vollkommen in Ordnung. Stuttgart im letzten Jahr noch am besten in der zweiten Liga gewesen, steigt mit 18 Punkten wieder ab und wir haben einfach 57 Punkte, das sagt schon einiges aus, 16 Siege. Wir haben fast die Hälfte unserer Spiele gewonnen. Das ist richtig stark. Darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Und wir schauen jetzt mal auf die Entwicklung unserer Spieler. Und sogar Schäfer und Gelhardt schon auf 80. Wir haben nur noch einen einzigen Spieler in der Startelf, der noch kein 80er-Rating hat. Das ist ein richtig guter Fortschritt. Und ich frage mich gerade, ist das hier der Mkhitaryan Region? Das könnte tatsächlich der Fall sein. Also den werden wir auf jeden Fall für die nächste Saison mal scouten und schauen, wer er ist und was er kann. Und dann würde ich sagen, können wir direkt rein starten in die neue Saison. Die Transfers der Saison Nummer 4 liegen hinter uns und uns haben Einnahmen überschüttet für einen Spieler, bei dem ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass wir auf einmal so viel Geld bekommen. Und zwar hat sich Matondo verkauft, das Ganze für 150 Millionen Euro. Er hat mittlerweile eine 88. Das ist dann aber auch ziemlich krank. Also, ich kann euch die ganze Geschichte erzählen. Er hat einen Marktwert von 75. Wir haben ein Angebot von 100 Millionen bekommen. Ich habe gesagt 146 Millionen und Everton hat direkt gesagt, ja. Ich hätte das Ganze vielleicht sogar noch ein bisschen höher ansetzen können. Ich habe aber gedacht, das Doppelte des Marktwertes, das ist wirklich extrem. Ich habe nicht gedacht, dass sein Marktwert und sein Gesamtrating jetzt nochmal so extrem nach oben geht. Das ist wirklich absolut krank, deswegen geht das jetzt auch in Ordnung, sogar die Summe für Everton. Dann holen wir uns ablösefrei Araujo. Eigentlich wollte ich Carrillo ablösefrei holen, ich habe aber zu lange gebraucht und in der Zeit hat er sich einem neuen Club angeschlossen. Er hat am Anfang einen Marktwert von 25 Millionen, hat sich Turin angeschlossen, hat einen Marktwert von 23 Millionen. Wir haben ihn gekauft für 32,9 und der Marktwert geht nochmal nach unten auf 19,5 Millionen. Außerdem brauchen wir einen neuen linken Flügel. Hier haben wir uns Gabriel Martinelli geholt. Das Ganze für 92 Millionen. Wir haben unseren Zehner verkauft und dafür dann nochmal einen neuen Zehner geholt, der eigentlich Backup werden sollte. Ich konnte sein Gesamtrating noch nicht sehen. Jetzt ist er tatsächlich sogar so gut mit 80, dass er unser neuer Stammzehner wird. Und dann haben wir noch zum guter Letzt Chimkus verkauft. Der ist aber relativ irrelevant. So sieht damit unser Kader vor der neuen Saison aus. Wir haben noch einen 79er-Spieler, der geht hoffentlich auch recht schnell nach oben. Ansonsten hat die Entwicklung in unserer Mannschaft auf jeden Fall gut vorangeschritten. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung von all unseren Spielern und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in die neue Saison und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr tatsächlich international dabei sein dürfen. Am 1. Januar sind wir jetzt angekommen und damit schauen wir auf all die Wettbewerbe, wo wir aktuell vertreten sind. In der Liga läuft es so semi-gut, aktuell nur Tabellenneunter. Wir hatten lange eine Dreifachbelastung, mittlerweile nicht mehr, das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn wir sind im DFB-Pokal leider
am FC Bayern gescheitert. Das geht aber vollkommen in Ordnung. Gegen Bayern kann man gut und gerne mal ausscheiden. In der Europa Conference League lief es dafür überragend. Wir sind Erster in der Gruppe geworden, haben kein einziges Spiel verloren und dürfen damit weiterhin auf internationalen Parkett performen. Da wir jetzt unseren Jugendkeeper ausleihen und ansonsten nur noch einen einzigen Keeper haben, habe ich jetzt mal geschaut, was ist der beste ablösefreie Keeper ungefähr. Und ich habe den jetzt herausgefunden und den werden wir einfach mal verpflichten. Einfach für die Breite, der wird nicht spielen, der wird einfach nur auf der Bank sitzen und nie Spielzeit bei uns bekommen. Also es ist kein relevanter Spieler für unseren Kader. Und damit ihr den Spieler nochmal seht, der jetzt verpflichtet worden ist, das ist am Ende Benny Diaz geworden. 69er Gesamtstärke, also er ist nicht gut, es ist kein guter Spieler, der jetzt uns irgendwie in irgendeiner Hinsicht weiterbringt. Dafür habe ich allerdings vorhin schon, da habe ich nämlich nicht dran gedacht, dass wir nur einen einzigen Ersatzkeeper haben, das Leihangebot von Empoli angenommen und Raphael Klein wird wahrscheinlich per Leihe erstmal zum FC Empoli wechseln. Wir haben das Saisonende erreicht und ich bin der Meinung, wir müssten international dabei sein. Aber ich habe schon mal gedacht, wir waren richtig gut dabei und das war am Ende nicht so. Wir werden es jetzt gewahr und am Ende sind wir Tabellensechster. Damit haben wir uns um einen einzigen Platz gesteigert zum Vorjahr. Also das ist jetzt nicht wirklich gut. Ziel für die nächste Saison sollte sicherlich Tabellenplatz 4 sein. Das sind jetzt 4 Punkte Differenz, also es sollte definitiv möglich sein. DFB-Pokal, wisst ihr, wie das gelaufen ist. Da sind wir gegen Bayern leider ausgeschieden und in der Europa Conference League konnten wir uns im Achtelfinale durchsetzen gegen Sturm Graz. Allerdings war dann im Viertelfinale Schluss. Hier mussten wir uns mit 3:2 gegen den FC Valencia geschlagen geben, die auch tatsächlich am Ende gewonnen haben. Also hätten wir uns hier vielleicht irgendwie knapp durchgesetzt, hätten wir am Ende die Europa Conference League vielleicht gewonnen. Schauen wir auf die Entwicklung in unserem Kader und es sieht richtig gut aus. In der Offensive sind wir überall auf 83 oder besser. Ansonsten Carrillo und Hübner die schlechtesten Spieler, beide mit 81. Und danach kommt Bazzuno, der eine 82 hat. Also ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall jetzt einen neuen rechten Verteidiger. Und wenn das Geld passt, dann würde ich sogar auch nochmal auf der Innenverteidigerposition nachlegen. Und jetzt müssen wir tatsächlich ausnahmsweise mal ganz schnell sein mit einer Verpflichtung. Wir haben hier zwar auch ablösefreie Spieler, die besser sind. 84er Stärke, Mittelstürmer, wahrscheinlich Dries Mertens, Regen oder sowas in die Richtung. Aber wir brauchen ja einen neuen Rechtsverteidiger. Und da der schon Stammspielerqualität haben soll und erst 21 ist, würde ich sagen, schlagen wir hier mal ganz, ganz schnell zu. Ich hoffe vielleicht, dass er eine 81 oder eine 80 hat. Das wäre ein Traum. Hauptsache nicht 79 oder 78, also 80, 81 wäre ein Traum, dann würde er direkt in die Startelf kommen und sich besser entwickeln können, also mal sehen, was hier am Ende bei rausspringt, wir geben ihm einfach mal ein Gehalt von 40.000, das sollte reichen und er nimmt das am Ende an und sein Gesamtrating beträgt am Ende 81 und ist damit ideal für unser Team. Und in dieser Saison ging dann alles recht fit. Den ablösefreien Transfer habt ihr ja bereits mitbekommen, der Rechtsverteidiger dann neu kam. Und dann kommt noch am Ende Gonzalo Inácio zu uns. Das Ganze für 55 Millionen, also echt ein richtig günstiger Deal, den wir hier machen konnten. Er hat eine 84er Gesamtstärke, damit eine deutliche Verstärkung in der Innenverteidigung. Und damit sieht unser Kader jetzt so aus. Der schwächste Spieler ist weiterhin unser Rechtsverteidiger Gracia mit 81, der sollte sich aber noch entwickeln. Ansonsten bin ich der Meinung, unser Kader ist richtig gut aufgestellt und dann greifen wir in diesem Jahr direkt auf die Champions League Plätze an. 1. Januar ist erreicht. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr erstmalig in der Liga besser dastehen. Also auf Champions League Plätzen möchte ich uns eigentlich sehen. Am Ende ist es Tabellenplatz 5, damit wieder ein Platz besser als im Vorjahr. Wir haben jetzt erst Winterpause, das heißt, es ist noch alles möglich. Der Erste hat auch gerade mal 6 Punkte mehr, also das sollte noch drin sein, da oben anzugreifen. Im DFB-Pokal sind wir noch drin, konnten uns durchsetzen gegen Nürnberg und tatsächlich gegen den FC Bayern hier irgendwo. Endlich mal den FC Bayern München geschlagen mit 1:0. Und dann in der Europa Conference League sind wir wieder Erster, konnten jedes einzelne Spiel gewinnen und ich hoffe, dass wir diesmal auch in der K.O.-Phase ein wenig besser performen. Außerdem konnte sich unsere Mannschaft weiterentwickeln, schwächster Spieler weiterhin, unser Rechtsverteidiger mit einer 82, mittlerweile deutlich der Schwächste. Gehl hat ansonsten auf der 84 und dann haben wir mit Inácio, Langer und Bazzuno 3,85er Spieler, aber ich bin der Meinung, unser Kader ist richtig gut, damit sollten wir in der Europa Conference League oben mitspielen, also auf jeden Fall um den Titel und auch
in der Liga eigentlich einen Champions League Platz holen können. Deswegen können wir auch direkt in die Rückrunde reinstarten. Ich gehe jetzt nochmal in die Vertragsverlängerung rein, da müssen wir nochmal ordentlich Geld ausgeben. Des Weiteren werde ich nochmal die Entwicklungspläne anpassen und dann sehen wir uns nach der Saison wieder. Wir haben das Saisonende erreicht, am Ende sind wir leider nur Tabellenzweiter hinter Bayern geworden, aber es war bis zum Ende ein Krampf, ob wir überhaupt in Europa dabei sind. Deswegen ist, also nicht in Europa, in der Champions League dabei. In Europa waren wir so und so dabei, aber in der Champions League, das freut mich schon mal. Das ist ein Fortschritt zu den ganzen Vorjahren. Dann, nächste Enttäuschung, DFB-Pokal. Hier haben wir leider das Finale gegen Mainz 05 verloren. Also, ich weiß nicht, ob das sein muss, im Finale gegen Mainz zu verlieren. Und dann noch die Europa Conference League. Hier konnten wir uns direkt schon im Achtelfinale einfach nicht durchsetzen und sind gegen den RSC Anderlecht einfach mal ausgeschieden. Aber wenigstens hat sich unsere Mannschaft gut entwickelt. Problem bei uns war so ein bisschen Nian Su, die ganze Rückrunde gefühlt verletzt. Und dann der Ersatzspieler, das ist Carrillo. Der möchte den Verein verlassen, macht hier die ganze Zeit so ein bisschen Probleme. Und das ist ein wenig ärgerlich. Nian Su kommt immerhin in den nächsten zwei Wochen zurück. Das ist die einzig positive Nachricht. Ansonsten unsere Mannschaft, seht ihr im Hintergrund, weiterhin größte Problemstelle, Rechtsverteidigerposition. Und des Weiteren brauchen wir einen neuen Sechser, denn Langer ist mittlerweile so alt, dass sein Gesamtrating nach unten geht. Und aus dem Grund müssten wir uns auch da umsehen, denn Araujo hat leider noch nicht die Qualität, um dort von Beginn an zu spielen. Wir starten rein in die neue Saison, Saison Nummer 6, und in diesem Jahr haben wir wieder ordentlich Transfers tätigen können. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht ganz, denn der allererste Transfer war tatsächlich Livramento. Ich wollte mich ja auf der rechten Verteidigerposition verstärken, aus dem Grund habe ich dort Livramento geholt. Wir geben Gracia mit ab, bezahlen damit insgesamt ungefähr 63 Millionen Euro. Sein Marktwert liegt aktuell bei, wir können es nochmal hier sehen, bei 53,5. Also es geht vollkommen in Ordnung und damit kommt als erster neuer Spieler Tino Livramento zu uns. Aber das war noch nicht alles auf der Rechtsverteidigerposition. Ich hätte es mal vorher nachschauen sollen. Ich habe es aber nicht, ich habe es versäumt. Der ablösefreie Spieler in diesem Jahr kommt ebenfalls als Rechtsverteidiger zu uns. Und zwar haben wir hier Charlie Wilson und der hat sogar noch mal höheres Potenzial. Hat jetzt eine 83, auch ein Marktwert von 54,5 Millionen und ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Also er setzt sich wahrscheinlich langfristig auf der Rechtsverteidigerposition durch. Dann ein Abgang von einem Spieler, der bei uns sehr unzufrieden war. Carrillo wechselt für eine Ablösesumme von 36,9 Millionen zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. Und da wir jetzt insgesamt zwei Rechtsverteidiger geholt haben, können wir auch unseren zweiten Rechtsverteidiger noch abgeben. Wir holen uns Kakere für die ZDM-Position. Der wird unser neuer Abräumer, da unser jetziger ja nicht mehr der jüngste ist. Deswegen kommt Kakere zu uns. Das Ganze für 55 Millionen plus Hübner, der ist ungefähr 22 Millionen wert. Also wir bezahlen insgesamt bei einem Marktwert von 52 Millionen Euro eine Ablösesumme von 77 Millionen. Und da dann ein neuer ZDM da ist, können wir einen weiteren verkaufen. Am Ende ist das nicht unser alter ZDM geworden mit einer 84, sondern es ist Alessandro Araujo geworden. Der hat ein 79er Rating, er wechselt für 22,5 Millionen zu Olympique Marseille. Ist unzufrieden bei uns gewesen, aus dem Grund passte das ganz gut und dann fehlte nur noch eine Position, die wir wieder auffüllen müssen. Da wir ja Carrillo verkauft haben, brauchten wir nochmal einen neuen Innenverteidiger. Das ist am Ende als Backup Benoit Badiashile geworden. Er wechselt für 45,7 Millionen zu uns und ist erstmal auf der Bank zu Hause. Darf dort hinter unseren beiden Innenverteidigern Ignacio und Nian Su auf der Bank Platz nehmen. Damit ist das hier unser Kader. Ich bin der Meinung, wir haben jetzt eine richtig starke Startelf. Haben auch auf der Bank solide Spieler, die man einwechseln kann. Der Keeper, Ersatzkeeper ist vielleicht nicht ganz so gut, aber hier haben wir natürlich immer noch Klein, der aktuell verliehen ist, jetzt noch ins letzte Jahr beim FC Empoli geht und dann ab der nächsten Saison bei uns der Ersatzkeeper wäre und langfristig vielleicht sogar die Nummer 1 im Tor wird. Ansonsten wäre es das mit den Transfers gewesen und ich würde sagen, wir können direkt reinstarten in die neue Saison. Wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr oder eigentlich hundertprozentig wird Schäfer wahrscheinlich die 90 erreichen. Bei unserem Linksverteidiger bin ich mir da nicht ganz so sicher, aber wir haben auf jeden Fall in dieser Saison den zweiten 90er im Kader. Der 1. Januar ist erreicht und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da ich nicht jeden Spieltag mitbekomme, aber ich glaube, wir haben bisher noch keine einzige Niederlage in dieser Saison bisher hinnehmen müssen. Trainerrating spricht für sich, 95, dazu 45 Punkte geholt, damit jetzt schon 11 Punkte vor dem Tabellenzweiten vor RB Leipzig. Keine Niederlage in der Liga auf jeden Fall. Wenn wir im Pokal noch drin sind, haben wir da auch keine Niederlage.
Und wenn wir in der Champions League jetzt auch keine Niederlage haben, dann wäre ich da natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir sind auf jeden Fall weiter als Gruppenerster und haben tatsächlich noch kein einziges Spiel verloren. Das ist richtig souverän, müssen jetzt in der nächsten Runde ran im Achtelfinale gegen Piemonte Calcio. Das sollte auch möglich sein. Wir schauen mal auf unseren Kader. Wie sieht der aktuell aus? Also Schäfer, tatsächlich die 90 erreicht, damit der zweite 90er im Kader. Wilson aktuell auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt. Wir haben auf der Bank mit Badiashil und Livramento zwei Spieler, die absolut in die Startelf drängen können. Also ich bin zum aktuellen Zeitpunkt echt mega zufrieden mit unserem Kader. Also, ich kann euch leider bereits vorwegnehmen, wir sind nicht mehr ungeschlagen. Wir haben direkt mal zwei Niederlagen in Folge hinnehmen müssen. Leider war das eine sogar der Pokal, also sind wir im Pokal draußen und haben in der Liga gegen Freiburg verloren. Positiv gibt es allerdings zu erwähnen, danach konnten wir direkt gegen Borussia Dortmund gewinnen und gegen den FC Bayern, also gegen die Hauptkonkurrenten in der Bundesliga, sage ich mal. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt unseren Kader. Es haben sich weiter die Spieler auch gut entwickelt. Kakere mittlerweile 86, Wilson 86, wir haben Gelhardt auf der 87. Wir sollten den besseren Kader haben im Vergleich zu Piemonte Calcio. Trotzdem bin ich mir nie so hundertprozentig sicher, da die Chancenverwertung manchmal wirklich grausam ist. Wir starten rein in die Partie und am Ende gewinnen wir knapp mit 1:0 durch das Tor von Esposito. Dann gehen wir rein ins Rückspiel und ich bin positiver Dinge. Ich schaue gerade, ob wir irgendwo nochmal eine Entwicklung verschlafen haben. Ich glaube, Schäfer ist auf die 92 gegangen, ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Und im Rückspiel, boah, ich dachte gerade kurz, wir sind raus. Im Rückspiel spielen wir 2:2 und damit stehen wir in der nächsten Runde. Wir stehen erstmalig, ich weiß es gar nicht ganz genau, da ich jetzt bereits Tage später aufnehme, aber wir stehen auf jeden Fall im Champions League Viertelfinale. Hier müssen wir dann ran gegen Tottenham, die hatten wir bereits in der Gruppe. In der Gruppe konnten wir am Ende als Erster und damit als Sieger im direkten Duell hervorgehen. Ich weiß gar nicht ganz genau, ich weiß, wir haben einmal unentschieden gespielt. Ich weiß aber nicht, ob wir das andere gewonnen haben oder tatsächlich beide Spiele gegen Tottenham unentschieden. Ich hoffe auf jeden Fall, wir können uns jetzt gegen die Fünferkette hinten durchsetzen. Am Ende gibt es im Hinspiel im eigenen Stadion trotz einer ausgeglichenen Partie ein 2:1 für uns. Und da wir bisher so wenig Niederlagen hinnehmen müssten, bin ich eigentlich recht positiver Dinge, denn wir haben das Hinspiel gewonnen. Solange es unentschieden ausgeht, dann sollten wir in der nächsten Runde stehen. Wir haben bisher in der ganzen Saison erst zwei Niederlagen und wir stehen mittlerweile Mitte April. Also ich hoffe mal, dass nicht jetzt die dritte Niederlage dazukommt. Wir starten rein in die Partie gegen Tottenham und am Ende gibt es im Rückspiel einen weiteren 2:1 Sieg durch die Treffer von Schäfer und Martinelli und damit stehen wir im Champions League Halbfinale. Nachdem wir ja im Pokal raus sind, ist es in der Liga jetzt bereits auch durch. Wir sind tatsächlich in diesem Jahr deutscher Meister, haben vor Bayer 04 Leverkusen insgesamt 28 Punkte Vorsprung. Gelhardt mit Martinelli die besten Torschützen. Bei Leverkusen muss man ein wenig auf Núñez aufpassen. Warum zeige ich euch jetzt dieses Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen, fragt ihr euch wahrscheinlich. Ich kann euch gleich aufklären. Erstmal spielen wir hier 2:2, obwohl Leverkusen sogar mehr Chancen hatte. Und das bedeutet, wir gehen jetzt rein in unser Champions League Halbfinale und der Gegner ist tatsächlich Bayer 04 Leverkusen. Im Champions League Halbfinale Bayer 04 Leverkusen, ja, ihr hört richtig, und Schäfer mittlerweile auf der 93 und damit starten wir rein in dieses Champions League Halbfinale und hier können wir überzeugenderweise mit 3:1 gewinnen. Dann sollte jetzt im Rückspiel ja wirklich gar nichts mehr anbrennen. Wie gesagt, zwei Niederlagen bisher erst in der Saison und mit zwei Torendifferenz haben wir, glaube ich, noch nie verloren. Wir gewinnen jetzt das Rückspiel auch mit 1:0, damit ein Gesamtsieg von 4:1. Martinelli trifft für uns und damit stehen wir im Champions League Finale. Wir schauen nochmal kurz gemeinsam, wer unser Finalgegner sein wird. Und das wird City oder Real Madrid. Fest steht es allerdings noch nicht. Wir schauen jetzt direkt rein. Unser Finalgegner heißt Manchester City. Mittlerweile ist dann auch Raphael Klein von seiner Leihe zurückgekehrt und wir hätten einfach mit ihm einen unfassbar starken Keeper für die Zukunft geholt. Also ich würde jetzt ganz gerne sogar nochmal 3-4 Saisons hinten dranhängen, damit wir einfach Klein nochmal in seiner Prime erleben dürfen bei uns im Kader. So wird es allerdings wahrscheinlich nicht kommen, denn das Champions League Finale steht jetzt vor der Tür. Wir müssen ran gegen Manchester City. Falls dir dieses Video gefallen hat, ich sag's jetzt mal vor diesem Champions League Finale, lass liebend gerne einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf dem Kanal bist, unterstützt mich gerne mit einem kostenlosen Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und haut einfach mal in die Kommentare unser aktuell bester Spieler, Hashtag Schäfer auf der rechten Flügelbahn. Bin gespannt, wer jetzt noch am Start ist und dann würde ich sagen, können wir direkt reinstarten in dieses Champions League Finale 2027 gegen Manchester City.
Boah, Schäfer, der hat richtig Tempo. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, dass er deutlich schneller ist als die meisten anderen hier auf dem Platz. Das macht er sensationell. Ball geht gegen den Pfosten. Und wir haben tatsächlich mal ein wenig Glück, denn der Ball landet danach wieder vor unserer Nase. Und Martinelli macht hier das Eröffnungstor 1:0 für unseren Drei-Sterne-Club. Man muss ehrlich sagen, das Ganze natürlich mit ein wenig Glück. Und würde das gegen uns passieren, hätte ich mich darüber natürlich aufgeregt. So nehme ich das natürlich gerne mit. Und Martinelli mit seinem 9. Champions-League-Tor in dieser Saison. Der Pass ist richtig gut gespielt. Gelhardt durch. Gelhardt mit der Chance. Gelhardt mit dem Lupfer. Aber das ist zu arrogant. Oh, guter Ballgewinn. Da könnten wir jetzt direkt in die Schnittstelle. Gelhardt macht das gut. Vielleicht die große Chance. Und es ist die große Chance. 35. Minute. 2:0 für den Drei-Sterne-Club. Gelhardt mit seinem Treffer. Und auch bei ihm. Schauen wir nochmal rein. Wie viele Tore hat er bisher in der Champions League gemacht? Ich glaube, an Martinelli kommt er nicht ran. Da bin ich ganz ehrlich. Der Einzige, bei dem ich es mir vorstellen könnte, ist vielleicht Schäfer. Aber ich glaube, der ist auch nicht so gut bei den Toren. Und wir sehen es gar nicht. Ich habe es, glaube ich, aus Versehen übersprungen. Auf jeden Fall 2:0 durch Gelhardt. Oh, gefährlich und das Anschlusstreffer. 3 Minuten nach der 2:0-Führung der Anschlusstreffer und es ist Cancelo, sah gerade optisch so aus. Ne, es ist nicht Cancelo. Ich kann allerdings noch nicht genau sagen, wer das ist. Wir werden es jetzt gleich gewahr. Auf jeden Fall City, guter Spielzug hier und macht am Ende den Treffer und am Ende ist es Pellegrini. Schön gemacht. Jetzt ist es Ricky und er macht es Richie, wie auch immer. 45. Minute. Wir führen wieder mit 2 Toren Differenz. Schöner Spielzug, direkt nach vorne kombiniert. Und dann machen wir auch direkt den Treffer. Oh, böses Foul. Martinelli wird da ganz schön rumgerissen. Gelhardt kommt hier irgendwie durch die Verteidiger durch. Macht das sehr, sehr gut. Ball ist abgefälscht. Der könnte sogar gefährlich werden. 48. Minute. Erste Chance in Halbzeit 2. Caboré hier mit der gelben Karte. Böses Foul gerade gegen Martinelli gewesen. Sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Ball ist lange weg. Und er haut uns nochmal komplett um und damit die gelbe Karte absolut berechtigt. Boah, was ein Spielzug, sensationell. Schöner Ball von Gelhardt auf Esposito, der geht da im Strafraum, macht doch den Trick, den ich drücke. Boah, Gelhardt macht das gut, geht da super am Verteidiger vorbei, Abschluss geht nicht ganz durch, wir bleiben aber im Ballbesitz. Langer, unser Spieler, der bereits seit Beginn hier im Club ist mit dem Ball, spielt den Ball nochmal weiter auf Martinelli, der Richtung Strafraum unterwegs, kriegt den Ball allerdings nicht ganz an den Mann. Der Pass ist exzellent gespielt, der Esposito muss sich da körperlich durchsetzen, macht er auch auf den ersten Blick. Was, hat er 3 Sterne Skills oder was mit dem los? Natürlich hat er 3 Sterne Skills, genau der, den ich gerade im Strafraum habe. Der Schiri beendet die Partie, wir gewinnen dieses Champions League Finale am Ende mit 3:1. Damit in meinen Augen auf jeden Fall auch verdient. Wir können mal kurz reinschauen auf die Statistik, 11:8 Torschüsse. Expected Goals relativ ähnlich, aber wir sind immer noch leicht überlegen. Damit holen wir den 2. Titel nach der Meisterschaft in dieser Saison. Und ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt in der ganzen Saison nur 2 Niederlagen. Ärgerlich natürlich, dass davon eine im Pokal sein muss. Da hätte ich lieber 2 in der Liga gehabt. Aber trotzdem, in meinen Augen, eine mega starke Saison von uns. In der Liga haben wir dann am Ende 12 Punkte Vorsprung auf RB Leipzig und tatsächlich sogar 20 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Mich ärgert es immer noch, dass wir im DFB-Pokal ausgeschieden sind. Am Ende gewinnt Freiburg den DFB-Pokal. Wir sind gegen Paderborn einfach ausgeschieden. Also das muss doch ehrlich nicht sein. Wahrscheinlich ist Paderborn hier noch Zweitligist und ja, dann muss man eigentlich nicht unbedingt gegen eine Mannschaft aus der 2. Fußball-Bundesliga ausscheiden. Wir müssen es jetzt leider hinnehmen, aber zufrieden bin ich damit auf jeden Fall nicht. Die meisten Tore für unseren Verein hat am Ende Martinelli geschossen. 35 Tore. Also das ist echt richtig stark. Damit die meisten Tore in der Bundesliga für uns, die meisten Tore in der Champions League für uns und eventuell sogar in beiden Wettbewerben insgesamt am meisten Tore. 46 Torbeteiligungen an der Zahl. Gelhardt mit 34 Torbeteiligungen, Esposito auch stark, 27. Und dann haben wir Schäfer mit 16 und dann geht es nach Ricky, der ebenfalls 15 hat, beziehungsweise ebenfalls nicht, aber der 15 hat, geht das ganz, ganz schnell nach ganz unten runter. Aber ich bin insgesamt sehr, sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Kakere hat auch nochmal 7 Torbeteiligungen.
Beteiligung, der wäre auch nochmal zu erwähnen. Sehr, sehr geile Mannschaft, die wir hier hatten. Mit der hat es sich echt super spielen lassen. Eine der besten Mannschaften, die wir seit längerer Zeit in einem Finale hatten. Falls euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass liebend gerne ein kostenloses Abo da und supporte mich. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.